Costa Rica ist ein winziges, aber vielfältiges Land. Im Herzen des zentralen Tals liegt die Hauptstadt San José. Von dort blickt man auf ein tropisches Paradies, das erst zugänglich wurde, als sich die Eisenbahn einen Weg dorthin bahnte. Seitdem ist der Atlantico-Bahnhof von San José das Eingangstor zum Osten des Landes. Der Zug windet sich durch den Dschungel in Richtung Karibik. Um den Atlantico-Bahnhof rankt sich eine kuriose Geschichte, bei der es um eine äußerst lukrative Erfindung seitens der Regierung geht. Mitte des 19. Jahrhunderts möchte Costa Rica moderner werden und Schritt halten mit der westlichen Welt. Und moderne bedeutet Bahnverkehr. Doch dessen Umsetzung ist in diesem Land alles andere als einfach. Die Historikerin Adriana Sanchez-Lovell nimmt uns mit auf die Schienen des Dschungelzugs. Man hat die Bahn zu einer Zeit gebaut, als das Land mitten in der Entwicklung und gerade dabei war, sich in den internationalen Markt einzufügen, Kapital anzusammeln und eine Politik der nationalen Identität und des Fortschritts zu entwickeln. Der Zugverkehr ist das erste große Werk dieser neuen Identität gewesen, denn davor haben wir hier nur sehr rudimentär ausgebildete Straßen gehabt. Man brauchte für den Export von Kaffee, dem wichtigsten Erzeugnis des Zentraltals, eine bessere Route zum Atlantik als die alten Maultierkarrenwege. Unser wichtigster Markt war nämlich Europa. Ein paar Schienenkilometer gibt es schon seit 1854, doch die großen Bauarbeiten beginnen erst 1871, auf Wunsch von Präsident Tomás Guardia Gutiérrez. Nach 2 Jahren sind aber erst 78 Kilometer Schiene verlegt und dafür verlieren 4000 Arbeiter durch Unfälle und Krankheiten ihr Leben. 2 Jahre später kann die Regierung von Costa Rica wegen eines Börsencrashs das Infrastrukturprojekt nicht mehr finanzieren. Es hat Veränderungen im Bahnlinienverlauf gegeben, außerdem Demonstrationen und verschiedene Formen von Widerstand seitens der ausgebeuteten Arbeiter. Sie waren Krankheiten ausgesetzt und ganz anderen Arbeitsbedingungen als ursprünglich versprochen. Aufgrund von Umweltfaktoren, finanziellen sowie menschlichen Unwägbarkeiten, hat die Baustelle enorm viel Zeit gekostet. Der Bau hat genau 20 Jahre gedauert. Da tritt der New Yorker Unternehmer Minor Cooper Keith auf den Plan. Der Neffe des impulsgebenden Bauingenieurs der kostarikanischen Zuglinie ist gerade mal 23 Jahre alt und versucht mit allen Mitteln, die für die Fortführung nötigen Geldmittel zu besorgen. Er verschafft sich Zugang zum geschlossenen Kreis der führenden Oberschicht des Landes. 1883 heiratet er die Tochter eines ehemaligen Präsidenten. Nun bekommt der Amerikaner von der Regierung eine Entschädigung für seine Arbeit und seine Kosten. Das Nutzungsrecht der Eisenbahnlinie für 99 Jahre. Minor Cooper Keith ist es gelungen, 8% der nationalen Anbaufläche an sich zu ziehen. Außerdem hat er Konzessionen für andere Unternehmen erhalten. Man hat gedacht, er würde nur Landgebiete in der Region von Limón kontrollieren, doch tatsächlich hat er überall Gebiete kontrolliert. Er kann diese Landgebiete steuerfrei bewirtschaften. Für die Versorgung seiner Arbeitskräfte, im Wesentlichen unterbezahlte chinesische und jamaikanische Arbeiter, beschafft sich Minor Cooper Keith Bananenpflanzen von den französischen Antillen. Er pflanzt sie entlang der Bahnlinie. Damals kennt man die Frucht fast nur in der Karibik. In manchen Regionen des Landes wachsen die Bananenkulturen sehr schnell und werden als Schattenspender für Kaffeepflanzen gesetzt. Da sie geplant haben, die Eisenbahn über Exporte zu kapitalisieren, beschließen Miner und seine Partner, sich nicht nur dem Transport von Kaffee zu widmen, sondern auch eigene Lebensmittel zu exportieren. Dann haben sie die Menge der in ihren eigenen Landwirtschaftsbetrieben produzierten Bananen gesteigert. Ein gutes Nahrungsmittel und leicht zu essen. Man muss es ja nur öffnen, schälen und nicht einmal kochen. Minor Cooper Keith hat den amerikanischen Markt im Auge, wo die Nachfrage nach Bananen steigt. Doch er braucht Partner, um in den Vereinigten Staaten Fuß zu fassen.
1899 fusioniert sein Obstanbauunternehmen mit einer konkurrierenden Firma aus Boston. Aus dieser Vernunftehe geht die United Fruit Company hervor. Sie haben Filialen gehabt, die gleichermaßen mit Werbung und Marketing, mit Export und Vertrieb betraut waren. Sie haben versucht, Hausfrauen davon zu überzeugen, dass die Frucht ein hervorragendes Nahrungsmittel für Familien sei. Dafür haben sie das Image zerstört, demzufolge nur unzivilisierte Menschen Bananen essen. Anfang des 20. Jahrhunderts wird die Company zum weltgrößten Produzenten von Bananen. Die Frucht boomt und findet auf den Märkten aller großen Städte reißenden Absatz. Das Unternehmen hat ein Monopol geschaffen, wird aber 1993 von einem Gericht in den USA mit einem Urteil zu Veränderungen gezwungen. Man hat das Archiv durchwühlt und die Firma eingehend analysiert. Diese hat sich nämlich auch illegal ausgedehnte Landgebiete angeeignet, Obst umweltschädlich produziert und zahlreiche Insektizide eingesetzt, die den Arbeitern, den Früchten und den Feldern sehr geschadet haben. Als Miner Cooper Keith im Jahr 1929 stirbt, ist er Multimillionär. Man nennt ihn den ungekrönten König von Zentralamerika. Auch nach seinem Ableben floriert in der Karibik sein Imperium. Dieses agiert skrupellos, stürzt und zerstört Regierungen und zieht im Hintergrund die Fäden. Es gibt Staatsstreiche, Preisabsprachen und Massaker an streikenden Arbeitern. So geht auf die United Fruit Company ein Ausdruck zurück, der eine korrupte Regierung bezeichnet, die als gefügiges Werkzeug eines Konzerns agiert. Die Bananenrepublik –